Hallo und herzlich willkommen bei den i27V zu einer Runde LS17. Ja, wir sind heute am Grubbern. Und ich würde sagen, schnappen wir uns mal den Johnny und fangen wir aufs Feld, ne? Dunkel haben wir auch schon. Ein bisschen Hühnerslalom müssen wir hier fahren. Sonst gibt es Matschhühnchen. Schafe haben wir auch schon. Das ist ganz nice. Walla, wer hat denn den großen Stein hier hingelegt? Schämlich. So, das Feld werden wir jetzt bearbeiten. Klappen wir mal den Gruppe auf. Dann sinken wir gleich. Und ich sage, auf geht's. Ja, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten, hoffentlich viele Geschenke und habt Weihnachten genossen. Und ab jetzt beginnt wieder die Arbeitszeit hier auf unserem Hof. Ihr habt es ja gesehen, ein neues Projekt am Start. Notruf 112. Habe ich schon mitbekommen, dass auch sehr angenommen wird hier auf dem Kanal. Jetzt bin ich mal am gucken. Wir sind nämlich noch am Überlegen, noch ein zweites Projekt, noch neues zu starten. Da werde ich aber erstmal schauen, ob das auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also es wird auf jeden Fall einiges Neues kommen. Dürft ihr euch auf jeden Fall freuen. Es wird auch für 2018 einige Veränderungen geben, die ich aber noch nicht bekannt geben werde. Erstmal gucken, wie und was sich da noch entwickelt oder wie sich das Ganze verhält. Aber ihr werdet natürlich rechtzeitig über die Veränderungen Bescheid bekommen. Da werde ich ein extra Video dann drüber machen, um euch das Ganze zu erklären. Aber erstmal gespannt, was bei rauskommt. Und ja, erstmal wie gesagt, also wünsche ich euch erstmal hier viel Spaß zuzuschauen hier im LS. Bei Notruf 112 werden wir auch mit einem richtigen Feuerwehrmann spielen. Und. Also das wird auf jeden Fall lustig werden. Geht ja ratzifatzi hier heute. Hätte ich nicht gedacht. Und dieser Baum, der stört mich aber auch ein wenig. Mal gucken, dass wir den nicht vielleicht noch wegmachen. Wenn die Sicht verändert wird, ist es schlecht, wenn man da nichts sieht, ne? Da müssen wir mal gucken. Ja. Vielleicht machen wir den Bumm weg.
Also die Holzfabrik hier oben war auch fleißig, ne, über die Jahre. Die haben noch ein paar Pakete gemacht und die netten Jungs hier oben von den Pellets, die haben auch noch ein paar Paletten fertig gemacht. Die müssen wir dann nur, der Baum muss glaube ich auch weg. Die müssen wir dann auch nur noch einlagern und verkaufen. Wie gesagt, die Schafe haben wir ja jetzt über die Weihnachten bekommen. Das hattet ihr nicht mitbekommen. Das war hier so eine kleine Weihnachtsüberraschung. Schafe auf den Hof bekommen. Da kam der Bauer an und hat gesagt, hier, er macht nichts mehr und hat uns die Schafe gebracht. Das fand ich ganz toll. Und dann haben wir natürlich die Schafe übernommen und haben gesagt, auf jeden Fall werden wir die Schafe nehmen. Wären wir ja schön blöd, wenn wir das nicht machen würden. Und als nächstes wollte ich dann Silage wollen wir noch machen, damit wir dann auch die Kühe eigentlich holen können. Und diese coole Kuhweide davon eigentlich betreiben können. Also dafür soll auch mega geil werden. Wir planen ja auch gerade eine riesengroße ETS-Tour. Da bin ich gerade dran, dass wir echt wirklich sehr, sehr viele sind. Da werden wir noch ein Video machen. Mal gucken, wer da alles mitmacht. Auf jeden Fall, wer Lust hat, kann sich auf jeden Fall schon mal bei mir melden. Ob hier im Video oder im Stream. Sagt mir auf jeden Fall Bescheid, edit mich dann. Dass wir das nicht alles kurz vorher machen müssen. Haben wir vor, eine riesengroße ETS-Tour zu fahren. Also wirklich groß. Das heißt hier nicht nur 1000, sondern auch mal 2000 Kilometer am Stück. Umso mehr Leute das werden, umso lustiger, denke ich mal, wird die ganze Geschichte. Deswegen würde es mich natürlich freuen, wenn zahlreich die Leute mitmachen würden. Und wir da eine richtig große Tour dann an den Start kriegen. So. Gut, das hätten wir auch erledigt. Schnappen wir uns noch schnell die Seemaschine. Gucken, wie weit wir noch kommen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal was auffüllen. Machen wir mal Sojabohnen, würde ich sagen, ne? Machen wir Sojabohnen. So, hier oben haben wir ja unsere Auffüllanlagen. Perfekt. So muss das sein.
Und wie zügig das geht, ne? So, starten wir mal. Und ab geht's auf die Kiste. Wirklich hartnäckig diese Bäume, ne? Da seht ihr auch die Schafileins. Die guten. So, wie gesagt, wir sehen Raps an. Und hoffen, dass wir das in der Folge noch schaffen. Aber ich bin jetzt recht zuversichtlich. Läuft ja recht flüssig, ne? Bin mal gespannt, was habt ihr denn so zu Weihnachten alles geschenkt bekommen? Also bin auf jeden Fall neugierig. Haut's mal in die Kommentare. Bin mich ja echt mal interessieren, was der ein oder andere bekommen hat. Ob Spiele oder Klamotten. Oder einfach nur Geld oder keine Ahnung, was gekriegt hat. Haut auf jeden Fall mal in die Kommentare rein. Ich muss sagen, hier mit dem Johnny, das macht Spaß. Das macht richtig Spaß, mit dem hier rumzufahren. Nur die Bäume rundherum, das ist so ein bisschen anstrengend. Das muss ich wirklich sagen. So, jetzt fahren wir mal hier lang, um die Bäume nicht zu haben. Aber ich muss sagen, es ist echt eine schöne Karte geworden, was Black Sheep hier gemacht hat. Also ich bin echt hellauf begeistert von der Karte. Da steckt also wirklich viel Liebe im Detail drin. Ne? So, eigentlich können wir ja nicht durch Gebüsche fahren, ne? Das wissen wir ja. Aber irgendwie diesen Baum hier mache ich jetzt mal eine Ausnahme. Was macht ihr denn so Silvester? Also wir gehen zu Freunden definitiv, feiern da Silvester.
Und lass uns da schön krachen. Und wie feiert ihr dann so Silvester? Also geht ihr auch zu Freunden? Bleibt ihr bei der Familie? Würde mich auch mal interessieren. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das möchtet. Silvester werde ich auf jeden Fall nochmal jemanden besuchen. Ja, Leute, ich habe mal kurz nichts gesagt. Ich hatte gerade einen wichtigen Anruf erhalten. Da musste ich mal ganz kurz dran gehen. Denn wenn das Telefon geht, ne, ist ja immer so eine Sache, wenn man alleine zu Hause ist gerade, muss man auch mal dran. Und das war wirklich jetzt wichtig, deswegen habe ich mal kurz nichts gesagt. Aber ich kann euch so viel versprechen. Wird auf jeden Fall für nächstes Jahr eine coole Aktion werden, mit dem ich gerade telefoniert habe. Und dürft euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Und wir werden das Feld nur nicht mehr ganz schaffen, sehe ich gerade. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Mache ich dann einfach fertig. In der nächsten Folge düngen wir das dann zusammen. Oder wir machen es auch in der nächsten Folge fertig. Müssen wir jetzt mal gucken. Und auf jeden Fall werden wir jetzt hier noch ein paar Bahnen ziehen. Und dann ist leider auch schon wieder Schluss für heute. Zeit geht immer so schnell rum. Und wenn ich Glück habe, kommt heute Abend sogar schon ein Video vom neuen Projekt. Mal gucken. Wenn ich das zeitlich schaffe, ne? Also ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Neues Projekt, kommt dann ein Video. Und da werden wir auf jeden Fall, denke, hoffe, auch viel Spaß haben. So. Aber wie gesagt, ich sage jetzt danke fürs Reinschalten. Euer Danny27TV. Ich wollte mich nochmal bei allen neuen Abonnenten bedanken. Vielen Dank für euer Abo. Auch bei den ganzen Leuten, die gespendet haben für Chemie. Vielen, vielen Dank. Macht weiter so, unterstützt ihn fleißig, denn der hat es wirklich verdient, Chemie. Und ja, wie gesagt. Ciao, ciao.